Okay. Ich will zurück zu meinem Kuchen. Oh, das bricht mir das Herz. Manu, die Arme. Das ist so gemein. Ach, und jetzt soll die da noch tanzen oder was? Alter, der Rufus ist so ein Drecksack. Ich hoffe, der stirbt. Hast du schon jemanden gefunden? Das habe ich allerdings. June wird den Job übernehmen, wenn sie dafür die Kurbel bekommt. Die schöne June wird für mich den Tanzaffen spielen? Oh, Junge! Ich muss mich unbedingt vorher noch mal lausen. Ja, die schöne June. Ach, Mann, die Arme. Guck mal, wie sie da oben sitzt. Oh, Mann, oh. Scheiße, Rufus. Jetzt bin ich für Cletus. Ich möchte sofort Deponia mit Cletus durchspielen, weiterhin. So, hier haben wir jetzt aber auch noch nichts gewonnen. Ah, wir kriegen aber, wenn die June da oben raus ist, kriegen wir vielleicht die Heizung. Ist die jetzt da raus? Ist die? Oh. 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 Na, da hat der Gun aber, also da muss ich ja mal, also das ist ja, also schon sehr... Und so, auch, so. Dann auch, wie man, ne, ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt, dass man das mal versteht. Oh, sie tanzt ja ganz gut. Aber auch 5 Slotti gut? Das ist die Frage. Das ist so erniedrigend. Ich hoffe, es ist die Mühe wert. Na, für die Kurbel und für Gun. Warum hat der Typ eigentlich einen Top an? Top-Angebot. Ich werde ihn mal lieber in Ruhe lassen. Er sieht so beschäftigt aus. Ein bisschen Leierkastenmusik wäre jetzt schon so. Ach, die arme June. Naja, naja. Was willst du machen? Hilft ja nix. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Und den Heizstrahler hätte ich gerne zum Mitnehmen, bitte. Schnups. Na also. Okay, sonst gibt's hier nichts. Nein, aber ein Heizstrahler ist doch für die Kinder ganz gut. Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhl? Das kennen wir ja schon. Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz eben zu diesen komischen Monstern da hinten hin. Hallo, June. Ich meine natürlich, ich gehe jetzt da mal... Ah, nee, darum war das. Ach, die Arme. So. Zum Nachtlager. Dann wollen wir einmal beim Nachtlager schauen. So. Heizstrahler. Können wir den hier, ideale Stelle für Nachtlager, können wir den hier reinstellen? Weil es ist ja kalt hier, ne? Ah, na also. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Der Stromibert. Wo kriegen wir den denn hin? Stecker? Nehmen wir Stecker. Packen wir ins Döschen. Ja, ja, Strom ist weg. Wissen wir ja. Was fehlt hier nochmal? Hebel, 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 hoch. Was fehlt denn da noch gleich? Die Sicherung? Runter. Ich bin noch etwas verunsichert, was da fehlen mag. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Okay, dann nehme ich mal die Stecker unten wieder raus. Ich weiß nicht, geht. Sehr schön. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Bei Stromspitzen. Na, dann wollen wir mal ausprobieren. Da geht gerade gar nichts. So viel zum Thema Stromspitze. Antenne, Antenne, Fernseher. Kann man den Fernseher jetzt anschalten? Ich glaube nicht. Ach doch. Was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Nom, 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 nom. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Wenn die June jetzt unten ist, ist doch die Teigtaschenolle wieder am Start. Die hat ja das Schild. Wenn wir das ihm geben,
Und er gibt es dann vielleicht, oder? Aber der braucht eine Bedienungsanleitung für den Stuhl, glaube ich, immer noch. Ach nö, ach. Ich glaube, die Bedienungsanleitung braucht er nicht mehr. Da sieht jetzt aber jemand traurig aus. Trauriger Goon, oh Mann, oh. Er wirkt bedrückt. Wahrscheinlich, weil June fort ist. Das war ja vorherzusehen. Am Ende hat sie endlich erkannt, was sie sich da für ein Loser geangelt hat. Du Drecksack. Ach Mann. Oh Mann, nur die June unten ist traurig und er ist traurig. Oh Mann. Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Das macht gar nichts, denn es gibt ja einen Job hier in der Nähe. Gar nicht. Huch. Dann heul nicht rum und such... Als Teigtaschenverkäufer? Du Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Oh, nein. Was? Hey! Nein! Hä? Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo, Zugabe! Ich will nicht. Das verstößt auch gegen die Genfer Konvention? Teigtaschen? So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Teigtaschen-Goon, oh Mann. Hey, Goon. Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Wow, wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen, Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Ich will das. Ich will das nicht. Das. Okay, also mit Goon? Was macht man denn jetzt mit Goon? Der Arme. Scheiße, ich weiß jetzt bin ich sowieso ratlos, was wir noch machen können. Hier, ein paar Hormone vielleicht, Teigtaschen-Goon? Hey, Goon, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Mann, oh, ich fühle mich so benutzt. Ja, tja, also, wir haben trotzdem noch Probleme, denn wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Einen Heizstrahler haben wir jetzt immerhin schon mal aufgestellt. Fernseher, können wir da vielleicht den Sender wechseln, wenn ich jetzt die Antenne klips? Dann rauscht es nur im Gebell. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. So, Antenne dahin. Und kann ich das jetzt kombinieren mit der anderen Antenne? Nee, ne? Der hat schon eine Antenne. Ja, aber ich will noch eine Spitze. Spitze, Spannungsspitze. Antenne, Goli, Fernseher. Ein Kabel habe ich auch nicht. Oben ist Saft drauf. Obere Steckdose. Sicherung, nicht Kindersicherung. Steckplatz, Sicherung. Obere Steckdose. Was passiert, wenn ich das in die obere Steckdose stecke? Aber, was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Hä, was für eine Logik? Wenn man da den Hebel runterdrückt, kriegt man die eher raus? Tja, die steckt zwar ein Wunder. Die Dinger sind... Wie soll ich denn da oben gleichzeitig den Hebel drücken? Flips. Okay, das geht schon mal nicht. So, Rotzis. Aber es ist dunkel und kalt. Ippchen Angst. Boah, Meckerkatze 24. Okay, das kennen wir, ja? Scheiße. Gleichzeitig den Hebel ziehen? Womit denn dies?
Es ist mir ein Mysterium. Ich habe keine Ahnung und jetzt stecke ich ein bisschen fest, muss ich zugeben. Hm. Das funktioniert nicht so gut. Da haben wir den Funk. Kann ich bei ihm hier vielleicht inzwischen irgendwas... Der braucht den Irk-Buchstaben. Wo können wir denn... Nee, dazu müssen wir im Gulli, glaube ich, erst zu dem anderen Fenster. Was ist das denn da? Nichts. Liegt da noch was in der Ablage? Das sieht so aus, als würde da noch was liegen. Aber ich glaube, das ist nur das Frühstückstablett. Wenn mich nicht alles täuscht. Da unten kommen wir nicht lang. Und wir brauchen noch ein Irk, um hier was zu bewirken. Und mit dem Typen können wir auch nichts machen, ne? Schraubenzieher können wir hier abstechen. Da ist eine Schraube, um seinen Pipi-Tank zu kalibrieren. Oh! Viel Spaß beim Aufwachen. Die haben echt einen Pipi-Tank? Was ist das denn? Zahnbürste. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Okay, das klappt super. Hm. Aber ich glaube, das ist nichts, ne? Nee, das ist ein großes, rundes Nichts. Dann warte ich doch mal unten gerade. Und dann probiere ich mal was. So, geh schneller. Ich glaube, das müsste doch das Gulli-Ding sein da unten. Hier an diesem schönen Sommertag. Da können wir gerade eh nichts machen. Ich probiere noch mal ganz kurz was. Das hatte ich vergessen. Ich habe zwar mit den Kindern gequatscht, aber ich könnte eigentlich mal was anderes probieren. Weiß ich denn, wenn ich, Ne, pass auf, wir machen das mal andersrum. Ich gehe mal nach oben. Ah ne, das muss ja wieder nach unten gehen, ich bin ja schlau. Rusty! Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Ach, die armen Kinder, oh Gott. Alter. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Oh nein, nein. Ah! Aua. Hm? Sagtet ihr was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Das ist schon ein kleiner Dreck, sagt der Rufus. So, jetzt kann ich aber die Sicherung nehmen. Und kann sie dann unten reinstecken, oder was? Jubel die auch! Ja, dann haben wir jetzt schon mal Wärme. Und der Fernseher geht noch. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das richtige. Wo sollen wir? Das ist viel zu... Wieso kalt und dunkel da so ein Heizstrahler, Kinder? Jetzt seid mal nicht so. Der macht auch... So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, putzig. Wie putzig. Plüps. So, jetzt bin ich mal gespannt. Natürlich. Huch. Ich glaube, da wacht jetzt jemand auf. Goli, Hansel. Verdammt, warum schlafen die Biester nicht? Es war wohl doch ein Fehler, Bosos Schlafgaspatronen komplett bei den elternlosen Entenküken zu verballern. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Die haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wie eine Kalzone, ne? Wie soll ich die denn zudecken? Ich meine, womit vor allen Dingen? Und was ist denn hier los? Kann ich da vielleicht noch irgendwas? Wie eine Kalzone, verstehe. Wenn ich jetzt den Fernseher anmache, was... Das Monster guckt er jetzt? Und was? Frag ich Sie.
gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Okay, das Monster scheint wach zu sein. Und ich muss die Kinder jetzt noch zudecken. Fleischtaschen im Teigmantel. Den Eimer kann ich nicht nehmen. So, hier komme ich hoch, hier komme ich zum Rohrwald. Ich muss irgendwie vielleicht Teigtaschen kaufen oder irgendwas kaufen, womit ich die Kinder zudecken kann, was lecker ist. Oh Mann, der aber gut. Ich habe aber nichts, womit ich die kaufen kann. So ist denn nun doch, wenn das kein... Hey, gut. Teigtaschen nur ein... Ich finde... Okay. Teigtaschen nur 1,25. Zur Trümmersiedlung. Kann ich da jetzt eigentlich irgendwas bewirken noch? Nee, ne? Ach doch, Dingens ist doch abgerauscht. Die Bambi ist doch abgerauscht. Das haben wir noch gar nicht geprüft, was die da so macht. Verdammt. Oh, die guckt sich Fotos an oder was? Was ist das denn? Muttermilch? Alter, Topf. Mama Bose und Sergeant Bambi. Die sind ja vollkommen weggetreten. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Huhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Der arme Boso. Haben wir da noch mehr? Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Das Haus brennt! Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Der arme Boso. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Hallo? Hier trägt er wieder... Und wieder der... Wie goldig. Der Herpes. Hallo? Noch ein Pyjama. Okay, ich glaube, das kennen wir schon. Sonst haben wir hier... Das sieht aus wie das Monster aus der Kanalisation übrigens. Was haben wir denn? Muttermilch. Oh Gott. Was ist das nur für ein seltsames Ding? Das willst du gar nicht wissen. Was? Nein! Hallo, ich bin Amtmann Argus. Herr Zettab. Vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Ach, nichts. Frag einfach nicht. Mutter, was soll ich mit der Mutter? Ich bin verwirrt. Und beschämt. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Die Frage ist, was ist da drin? Hey, was sollte das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Ach, doch mal doch mitnehmen. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Können wir die Kinder nicht mit Bratensud zudecken? Ich meine, Bratensoße ist doch... lecker, lecker. Hallo Opa, was machst du denn da? Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht geht's Boso ja besser inzwischen. Da hat sich ja so viel getan jetzt. Boso, ich bin's, dein bester Freund. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich, mag nicht. Vielleicht braucht er einfach Tabletten. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Okay.
Das klappt ja nicht so gut. Vielleicht ein bisschen Milch daher? Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Was? Bratensoße. Hey, Bozo. Sag, Na komm schon, ein für Mama Bozo. Nee, nicht. Der ist aber auch schlimm. Hey, Bozo, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Oh Mann, Rufus. Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Das scheint ja nicht so gut geklappt zu haben. Los, hoch, du musst für mich. Aber... Okay, ich zeig mir das nochmal. Passiert das? Hey, Bozo. Was erkennst du? Lass mich doch bitte, bitte. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du? Das ist doch ein Mann. Gut, das scheint nicht so gut zu klappen. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter zum Wohnzimmer. Zum Wohnzimmer, hier können wir sonst nichts machen. Sparschwein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Spar... Ja, ja. Können wir vielleicht... Ich meine, wir haben ja ein Brecheisen. Ach, da fällt mir ein... Oh, Brecheisen, weg. Okay. Da fällt mir ein, wir können mal ganz kurz gucken, was passiert denn, wenn ich einmal nur mal just for fun... Ich deck euch einfach mal zu, Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, wenn Fisch... Weiß. Wie eine Kal... Kann ich... Ich kann die nicht mit Bratensoße zudecken? Das wäre doch... Wäre das nicht schön? Teigtaschen. Ich muss ja gerade mal festhalten, ja? In Chaos auf Deponia erinnere ich mich an eine gewisse grünliche Wolke aus dem Achselbereich bei Goon. Und auch dieses Mal, wo er mit der Flocken Jun abhängt. Und auf einmal wird Goon mit der... Ich sag mal, mit der voluminösen, mit der pneumatischen Teigtaschenverkäuferin verkuppelt. Ich glaube fast, Poki hat was gegen mich. Ich muss da, das muss ich mal ausdiskutieren. Also da treffen wir uns am besten mal im Debattierclub. Alter, du Arsch. So, jetzt ist raus. Mann.